Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Tippvideo von mir kam ziemlich gut an. Da ging es um 5 Tipps, um sich in Star Wars The Old Republic zurechtzufinden. Ich habe mich nochmal auf die Suche gemacht nach ein paar Tipps und habe tatsächlich noch welche gefunden. Und ich fange einfach mal an mit meiner Königsdisziplin, beziehungsweise auch die, die ich am liebsten mache. Hier kommen mal 5 Tipps als Heiler. Da geht es darum, vielleicht als Heiler besser zu werden oder wenn man gerade als Heiler anfangen will, worauf man achten kann und so weiter. Und ja, ich würde mal sagen, schaut es euch einfach mal bis zum Ende an und ich wünsche euch dann viel Spaß. Fangen wir einfach mal ganz vorne an. Nehmen wir mal an, ihr entschließt euch dazu, Heiler zu werden. Bei Star Wars The Old Republic würde ich euch empfehlen, mit dem Hexerheiler anzufangen. Das ist eine allgemeine Empfehlung und der kann ich mich so einfach anschließen. Weil der Hexerheiler ist sehr, sehr anfängerfreundlich und macht dazu eine ziemlich gute Heilung, weshalb es euch nicht schwerfallen wird, euch dann mit ihm zurechtzufinden. Des Weiteren ist es wichtig als Heiler, den Tipp kann ich wirklich jedem Anfänger und auch Wiedereinsteiger und auch sonst wem mit auf den Weg geben, auf 3 Dinge zu achten. Das sind 3 Kleinigkeiten. Einmal der sogenannte HPS-Wert, das ist die Heilung, die ihr pro Sekunde raushaut. Dann einmal eure Überlebensfähigkeit, weil ein toter Heiler macht gar keine Heilung. Und einmal euer Energiemanagement. Das kann je nach Klasse, die ihr spielt, anders aussehen. Das muss man sich quasi wie in so einer Dreieckskonstellation vorstellen. Wenn man, ich sag mal, nur 2 erfüllen würde, ist man noch ein ganz passabler Heiler. Wenn man alle 3 erfüllt und auf alle 3 achtet, würde ich schon so weit gehen zu sagen, dass man da als guter Heiler durchgeht. Was den Hexerheiler so anfängerfreundlich macht, ist einfach Folgendes. Er gibt die beiden wichtigeren in meiner Meinung nach einmal die HPS und die Energieregelung macht er extrem leicht und damit auch extrem anfängerfreundlich. Ich kann euch das mal demonstrieren. So, wir hauen jetzt mal ein bisschen Heilung raus. Kann ja je nach... So, kommt auch mal vielleicht so ein bisschen Gruppenheilung, was ihr braucht. Hauen wir hier auch mal den Stärksten raus. So, und jetzt leuchtet das auf. Das gibt euch eure Macht zurück. Und das könnt ihr mehrfach verwenden. Das ist sehr, sehr geil, um das Energiemanagement zu üben. Oder hier halt in dem Fall Macht. So, und das kann man wirklich, egal wie tief man da von der Macht her sinkt. Ich provoziere es jetzt mal rauf, dass man ein bisschen tiefer geht. Sagen wir mal, ihr seid gerade in so einem Kampf, wo es dann halt mal wirklich schneller gehen muss. So, seid irgendwann an so einem Punkt. So. Okay, jetzt habe ich gerade was anderes heraufbeschworen. Das könnt ihr auch mal sehen. Ihr seht, ihr könnt die auch mit einem so verwenden und dann taucht hier so ein Debuff auf. Den werdet ihr ganz leicht los, indem ihr das dann einfach bei dem nächsten Mal mit so einem Buff macht. Dann baut ihr das wieder ab und wie gesagt, das Ganze ist halt so ein Free-Shot. Das gibt, glaube ich, wie viel gibt das zurück? 40 Machtpunkte. Ist ein ordentlicher Prozentsatz. Darüber kann man sehr, sehr leicht hier das Energiemanagement lernen. Also, wenn ihr anfangen wollt, auf jeden Fall schnappt euch als erstes den Hexer und probiert euch damit. Gute Heilung, gutes Energiemanagement. Bei der Survivability, also bei der Überlebensfähigkeit, vielleicht ein paar Defizite, aber... Das kann man schnell ausgleichen. Den zweiten Tipp, den ich euch geben kann, den möchte ich einfach mal Skills und Fähigkeiten taufen. Und da fangen wir jetzt einfach mal beim Hexerheiler an, weil ich den auch gerade schon vorgestellt habe. Dabei geht es um so gewisse Kleinigkeiten. Weil es gibt halt verschiedene Skills, die einem das Leben als Heiler extrem vereinfachen. Der in meinen Augen wichtigste ist euer sogenanntes Agro-Reduce oder zu Deutsch die Fähigkeit, mit der ihr eure Bedrohung senken könnt. Die habe ich mir hier auch passend auf eine Schnelltaste gepackt, könnt ihr hier unten sehen. Cloud Mind. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, tut mir leid. Drücke ich hier einfach eine Taste, Bedrohung reduziert. Ich habe daraus sogar ein Dev gemacht, zeige ich euch gleich auch noch. Ja, ist ganz nett, weil... In den Kämpfen ist es meistens so, dass
das heißt meistens eigentlich immer, dass die Mobs oder die Bosse, je nachdem, wo ihr seid, immer auf den Spieler mit der größten Bedrohung einprügeln. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie in der Schule. Der Lehrer geht immer auf den Schüler, der ihnen am meisten auf den Sack geht. So ungefähr wird das auch bei einem Bosskampf aussehen. Das könnt ihr damit ganz einfach beheben und eure Bedrohung um einiges reduzieren. Und dann wird euch der Boss definitiv eher in Ruhe lassen. Die nächste Fähigkeit, die ich mir auf eine Schnelltaste gepackt habe, ist hier Polarity Shift, beziehungsweise zu Deutsch Polaritätsverschiebung. Das weiß ich noch. Kann ich auch mal aktivieren. Erhöht ein bisschen meine Geschwindigkeit. Gerade in so stressigen Kämpfen ist das definitiv ganz geil und echt ratsam. Dann habe ich mir hier als nächstes unbegrenzte Macht oder Unlimited Power, wie es hier steht. Das erhöht, das ist der sogenannte Raid Buff und erhöht hier die Standardwerte. Ach, wo sind sie? Die hier. Ja, und eigentlich auch Präsenz, aber der spielt da keine Rolle. Die beiden hier, Mastery und Endurance, erhöht der. Das kann ich auch eigentlich mal so zeigen. Zack. Ist ein sogenannter Raid Buff, ist bei mir auch immer auf der Schnelltaste, macht euch auch nochmal stärker. Dann habe ich mir hier auch noch die Aufputscher und Medipacks dazu gepackt. Glaubt mir, ja, auch als Heiler braucht ihr Medipacks, unterschätzt das nicht. Und dann habe ich hier das Ganze noch mit verschiedenen Fähigkeiten aufgestockt. Hier die statische Barriere gehört zum Beispiel zu meiner Rota mit. Die wird auch später noch wichtig und Recklessness kann ich jetzt auch nicht auf Deutsch. Sorgt halt dafür, dass ich kritte. Kann ich euch auch mal zeigen hier. So, waren jetzt alles kritische Treffer. Jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Bild. Das ist der Skill Tree. Da machen wir es kurz und knackig. 3% mehr Schadensreduktion ist gebucht. 5% mehr Heilung, im Prinzip wirklich aus allen Quellen, das heißt auch vom benachbarten Heiler, falls ein Boss irgendwie eine Heilung rausschickt oder so, sofort eingetütet. Das macht aus meiner Agro-Reduce einen zusätzlichen Death-Buff. Dadurch, was war das nochmal? Damage Reduction oder? Ja, Schadensreduktion auf 50% auch direkt buchen. Das erhöht meine Selbstheilung. Das ist die kleine Fähigkeit. Die kann ich gleich auch nochmal demonstrieren. 30% weniger Schaden durch Bereichseffekte. Extrem wichtig, eintüten. Das reduziert hier meine Machtbarriere. Das ist die hier. Die demonstriere ich jetzt auch nochmal. Auch super geil. Das Teil frisst wirklich alles. Egal wie viel der Boss da draufhaut, das Teil hält aus. Die letzten beiden, die ich gewählt habe, sind Force Mobility. Das erhöht meine Mobilität. Extrem wichtig. Das sorgt dafür, dass ich das hier aus dem Laufen einsetzen kann. Extrem geil, extrem wichtig. Macht den Heiler extrem mobil. Das letzte ist dann das hier. Unnatural Vigor. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Geht auch nochmal hier auf die Selbstheilung. Erhöht auch nochmal die Schadensreduktion. Auf 40% habt ihr gerade gesehen, das war die Selbstheilung. Kurz und knackig, das ist so meine Idealaufstellung für den Hexerheiler. Beim Söldnerheiler sieht es relativ ähnlich aus wie beim Hexerheiler. Da habe ich mir erstmal wieder auf meine übliche Schnelltaste hier mein Agro-Reduce gepackt. Kann ich auch mal demonstrieren. So schaut das aus. Dennoch ist hier ein bisschen was anders von der Grundverteilung, weil der hat ein paar Fähigkeiten mehr, die euch helfen können. Deswegen brauchte ich ein bisschen mehr Platz. Das hier zum Beispiel hydraulische Überbrückung macht euch tatsächlich ein wenig schneller. Das hier kann man benutzen, um mal ganz schnell irgendwie aus einer Void oder sonst irgendwas rauszubekommen. Das ist eine richtig geile Fähigkeit, weil wenn ihr damit angegriffen werdet, während ihr die drauf habt, das ist so ein Schild, der reflektet erstmal den Angriff und darüber hinaus teilt er euch auch noch, heilt er euch auch noch um einen gewissen Prozentsatz. Richtig geil, definitiv zu empfehlen, echt OP. Dann halt hier Colto-Überladung, sind so die Standardsachen. Dann habe ich mir hier meinen Thermalsensor-Überbrückung. Hoffen wir, das war jetzt richtig.
Die verhindert halt, dass die nächste Fähigkeit Hitze generiert. Das demonstriere ich jetzt mal. Dann nehmen wir mal die hier, weil meistens nehme ich den mit da rein. Weil das eine ziemlich geile Combo ist. Kann ich euch auch schnell erklären, warum. Diese Fähigkeit, die castet über einen gewissen Zeitraum. Das sind so zwei. Wie viel waren das jetzt? Ja, knapp 2,1 Sekunden. So, und wenn ihr in der Zeit keine Hitze regeneriert, durch diese Fähigkeit, durch diesen Thermalsensor, baut ihr parallel noch Hitze ab. Das heißt, es wird nichts Neues produziert, sondern ihr baut auch noch ab. Ich gucke mal, ob ich das gleich nochmal demonstriert kriege. Das würde ich euch echt nochmal gerne zeigen. Ist eine echt geile Kombi. Und logischerweise der Energieschild. Kann ich euch auch nochmal zeigen, was der kann. Für die, die es nicht wissen. Zack, 63% Damage Reduction. Extrem geil. Frisst eine ganze Menge. Dann habe ich mir hier meinen Power Surge noch da reingepackt. Das gibt mir zwei Gratisschuss, die normalerweise casten würden. Extrem geil für die Mobility und auch extrem empfehlenswert. Dann hier auch mein Supergas. Das ist sehr, sehr wichtig für die Rota. Und dann gucken wir jetzt mal wieder nach diesem wunderschönen Skilltree. Hier machen wir es auch relativ simpel. Wenn ihr irgendwie durch die Gegend geschleudert werdet oder gestunt seid, durch diese Fähigkeit, die hier markiert ist, ohne Probleme mal 20 Hitzepunkte weg. Extrem geil. Und darüber hinaus kann sie auch noch eure Heilung ein wenig erhöhen. Deswegen ein Must-Have. Das hier braucht ihr auch. Das ist auch ein absolutes Must-Have. Sorgt dafür, dass hier dieses Lüften oder wie das jetzt auch auf Deutsch heißt, mehr Hitze abbaut. Extrem geil, gerade in stressigen Situationen nur zu empfehlen. Das hier ist nochmal was für die Defensive. Das wird durch den schnellen Scan hervorgerufen. Es ist so eine kleine Barriere, die nochmal eure Schadensreduktion ein wenig erhöht. Da sieht man es. Wenn ich das jetzt wegmache, nur noch 36. So, auf bis zu 5, 6 könnt ihr das hochballern. Das heißt, ich stehe da meistens mit einer Schadensreduktion von 41%. Extrem geil. Als nächstes gebe ich zu, scheiden sich hier ein wenig die Geister, was man hier nehmen kann, weil es gibt hier verschiedene Sachen. Das ist eigentlich eine DPS-Fähigkeit, nehmen manche, empfehle ich euch aber nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr als Heiler angegriffen werdet in einer OP, ist relativ gering. So, das nächste ist dann hier, dass die Dauer von hydraulischer Überbrückung erhöht. Würde ich euch theoretisch auch nicht empfehlen, weil der ist auch extrem mobil, der Heiler. Das heißt, ihr könnt im Prinzip die ganze Zeit rumlaufen und seid immer noch problemlos am Heilen. Würde ich euch also auch nicht empfehlen. Viele sehen auch das hier sehr nützlich. Das ist relativ simpel erklärt, auch wenn ich mich immer noch frage, was der Sinn dabei ist. Also, ich erkläre euch das mal im Groben. Hier dieses Cure, heilen, entfernt einen negativen Effekt, der tickt, einen sogenannten Dot. Einfach so. Und das sorgt dafür, wenn man das auf sich selber anwendet, dass dann diese Dots mit 20, die nicht mehr vorhanden sind, 30% weniger Schaden machen. Okay. Ich sag mal nichts dazu. Deswegen meine Wahl hier ganz klar auf die Hitzedämpfer, weil die eliminieren die Hitze von dem hier. Und das ist echt ganz geil, weil es halt sehr viele Bosse gibt, beziehungsweise ich das auch automatisch inzwischen mache. Ich reinige einfach alle Dots, Debuffs, wie auch immer, von meinen Gruppenmitgliedern einfach weg. Und wenn das dann keine Hitze regeneriert, habe ich da auch weniger Probleme mit dem Management. So, ab jetzt geht es relativ simpel. Power Overdrives, das gibt mir einen zusätzlichen Schuss hier auf die Power Surge. Extrem geil. Stabilisierende Rüstung, 30% weniger Bereichsschaden, auch geil. Das pusht nochmal ein bisschen hier Call-to-Überladung. Auch extrem nützlich. Und das sorgt dafür, dass dieser progressive Scan aus der Bewegung heraus eingesetzt werden kann.
So, und jetzt, wo es bereit ist, wollte ich euch ja noch was zeigen. So, wir machen das jetzt hier mal ein bisschen hoch. So, angenommen, das ist jetzt so das Bild, was ihr habt. Dann macht man einmal den hier. Und siehe da, es wird keine Hitze regeneriert und es baut sich noch ab. So, und das baut auch noch Hitze ab. So viel zum Söldner. Kommen wir nun noch zum Sabo-Heiler. Der ist ein bisschen anders, das hat aber auch was damit zu tun, wie die Klasse zu spielen ist. Also auf die Schnelltasten hier habe ich mir jetzt nicht mehr mein Agro-Reduce gepackt. Erkläre ich gleich warum. Hier habe ich mir die Schildsonne gepackt, eine ziemlich geile Def-Fähigkeit. So, die mache ich mal weg. Ja, ihr habt gesehen, ich habe gerade ein bisschen Leben bekommen, erkläre ich gleich warum. Und die hier, ich glaube, die heißt Entkommen auf Deutsch. Dann auch hier wieder der Raid-Buff schön. Unterbrechen, falls Bedarf. Relativ simpel. Kommen wir mal hierzu, zu dem schönen Part. 30% Bereitschaden. Nehmen doch Bereitschaden. Ist gebucht. 5% Damage Reduction. Gebucht. Dann hier die Med-Schild. Das sorgt dafür, dass diese Schildsonde das gemacht hat, was sie eben gemacht hat, mir diese Bonusheilung gibt. Wenn sie kollabiert, das heißt, wenn sie nicht vorher zerballert wird. Auch nochmal wichtig fürs Energiemanagement, die Adrenalinsonde ein wenig hoch zu pushen. 15 Punkte mehr Energie bringt mir das. Und jetzt kommt der interessante Part. Hier geht es noch relativ simpel. Jedes Mal, wenn ich angegriffen werde, sorgt diese Fähigkeit hier dafür, dass Entkommen 3 Sekunden weniger Cooldown zeigt. Super geil. Durch die Fähigkeit Fluchtplan werden verschiedene Fähigkeiten um einiges runtergeballert. Das müsste zum einen die hier sein, genau. Infiltrieren ist die hier, die wird auch nochmal reduziert und meine Schildsonde um 5%. Dadurch hat die nur noch 25 Sekunden Cooldown, auch extrem geil. Jetzt kommt der Bereich, der heißt Legendary. Da gibt es tatsächlich, muss ich sagen, mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Was passiert hier? Diese Fähigkeit sorgt als erstes dafür, dass mein Agro-Reduce jetzt voll in meine Rota eingebaut wurde. Das sieht ungefähr so aus. Das kann ich mal ganz kurz demonstrieren. So, ich aktiviere die Fähigkeit. Dadurch reduziert sich meine Bedrohung. Ich kriege noch extra Heilung. Und kann zwei Schildsonden gleichzeitig auf ein Ziel packen. Darüber hinaus sorgt diese Fähigkeit noch dafür, dass Colto-Infusion wieder eine Healing on Time wird. Also über eine gewisse Zeit nachzieht. Was gerade bei dem Sabo extrem wichtig ist. Das hat sehr viel mit der Klasse zu tun. Des Weiteren habe ich mich dazu entschieden, dafür zu sorgen, dass die Schildsonde 30% mehr Schaden aushalten kann. Jetzt gibt es hier aber noch zwei weitere Fähigkeiten, die nützlich sind. Da müsst ihr wirklich mal für euch selber gucken. Zum einen ist das die hier, das nennt sich Revitalizer. Ich hoffe mal, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Das sorgt dafür, dass euer Stim-Boost ein bisschen gepusht wird. Der heilt euch dann um einen gewissen Prozentsatz und sorgt dafür, dass ihr weniger Damage Reduction habt. Den Haken, den ich da halt nur sehe, klar ist das spielbar, aber das Teil hat fast, ihr seht es hier selber, das kann ich gerade nicht, einen ordentlichen Cooldown. Die hier hat nur 25 Sekunden Cooldown. Das wird sich auf Dauer rendieren, wenn man auf die Schildsonne geht. Das Letzte, was man nehmen kann, ist hier dieses Blow for Blow. Das sorgt dafür, dass Entkommen, ja, jetzt habe ich es Entkommen, ein 150% sogar des Schadens reflektiert zum Gegner zurückschickt. Wenn man damit spielt, kann man es machen. Ich würde es aber trotzdem so halten, weil so meiner Meinung nach ist es die beste Konstellation. Weil die Schildsonde 25%, das sag ich schon 25,
25 Sekunden nur Cooldown und dann halt einen ordentlichen Schadensanteil, den sie da absorbiert, ist schon extrem geil. Plus halt daraus dann aus dem Aro-Radius eine Selbstheilung zu machen und das Ganze in die Rote einzufahren, ist definitiv nicht zu unterschätzen. Ihr seht also, es gibt verschiedene Skills, die definitiv eine gewisse Wichtigkeit haben in euren Heilerklassen. Und da würde ich euch echt empfehlen, nehmt euch das zu Herzen und guckt, dass ihr die irgendwo hinpackt, wo ihr die möglichst gut greifbar habt. Tipp Nummer 3, den ich euch mitgeben möchte, den taufe ich jetzt einfach mal Precast. Precast ist die Zeit unmittelbar vor dem Bosskampf. Da lohnt es sich am besten zu gucken, welche Klasse ihr halt spielt, je nachdem, welche Klasse ihr halt spielt, dass ihr möglichst viel von gewissen Fähigkeiten auf die einzelnen Member verteilt. So, diese gewissen Fähigkeiten sind zum Beispiel die Kolto-Hülle. Ich demonstriere das jetzt einfach mal. So, die tickt halt nicht sofort runter und macht halt in dem Sinne ja erstmal so gar nichts. Würde ich jetzt angegriffen werden, ist eine der Hüllen weg und ich kriege eine Heilung rein. Bumm. Das hat jede Klasse und beim Hexer ist das relativ simpel zu halten. Beim Hexer müsst ihr dann gucken, dass ihr möglichst viele statische Barrieren verteilt auf eure Teammates. Der, so, jetzt aber zurück zum Söldner. Neben der Kolto-Hülle wäre es sinnvoll, beziehungsweise solltet ihr über den Kolto-Schuss am besten eure Superladung auffüllen. Ich demonstriere das jetzt mal. Weil das kann man jederzeit außerhalb des Kampfes machen. Und zack, habt ihr 10 Stacks. Keine Hitze, kein gar nichts. 10 Stacks, eine Kolto-Hülle auf alle. So sieht euer perfekter Precast aus beim Söldner. Beim Saboteur ist das relativ simpel. Da müsstet ihr möglichst viele Kolto-Sonden verteilen. Ihr werdet es aber nicht schaffen, alle zu verteilen. Deswegen mein Rat an euch: guckt, dass ihr die Kolto-Sonden auf die Tanks schmeißt. Und der zweite Teil des Precasts beim Saboteur, den ihr machen könnt, den ich auch sehr empfehle, ist, wenn ihr in den Tarnmodus vornehmen geht und dann wieder rauskommt, habt ihr 2 Stacks taktischen Vorteil. Da könnt ihr in wenigen Sekunden euch wirklich voll auf 3 Stacks hochpacken. Ist definitiv auch noch ein netter Vorteil. Also abschließend ist halt zu sagen, Precast, nehmt es euch zu Herzen. Damit verschafft ihr euch im Prinzip vor Kampfbeginn schon einen wesentlichen Vorteil. So, ihr habt eure Klasse ausgewählt. Ihr habt eure Skillpunkte zu eurer Zufriedenheit verteilt und ihr habt einen sauberen Precast hingelegt. Dann Glückwunsch, ihr seid bereit für den Kampf. Und somit geht es jetzt auch los mit Tipp 4, dem vielleicht wichtigsten Tipp, wenn es darum geht, zu überleben. Movement. Eigentlich für jede Klasse wichtig, aber gerade als Heiler finde ich es tatsächlich vom Movement her mit am wichtigsten. Ich gehe jetzt mal sogar so weit zu sagen, dass es sogar wichtiger ist als das vom Tank. Warum? Ganz einfach. Als Heiler besteht halt die große Kunst, so zu stehen, dass ihr möglichst wenig Schaden abkriegt, aber möglichst viel Heilung auf die Gruppe verteilt kriegt. Und wenn sich dann so eine Gruppe mal verteilt, dann kann es passieren, dass, was weiß ich, zeichne das mal, ah ne, Marker gehen hier leider nicht. Sagen wir mal, da steht Typ A, da steht Typ B. Hier merkt es selber, ihr kommt nicht ran. Wäre natürlich die schlauste Lösung, sich im Prinzip hier hinzustellen. Dann würdet ihr da an Typ A kommen und da drüben dann an Typ B kommen. Generell ist es halt wichtig, dass ihr euch möglichst so stellt, dass ihr halt nach Möglichkeit die ganze Gruppe im Visier habt. Und je nachdem, wie halt die verschiedenen Phasen ausschauen oder wie halt der Kampf verläuft, müsst ihr euch dann auch mal bereithalten, euch mal ein wenig zu bewegen. Weil in manchen Kämpfen verändert sich sogar das ganze Schlachtfeld. Und wenn ihr euch dann nicht bewegen könnt, habt ihr ein klitzekleines Problem. Und das macht ihr selbst mit der besten HPS nicht gut.
Der letzte Tipp, den ich heute für euch habe, ganz schlicht, ganz simpel, Ruhe. Als Heiler werdet ihr häufig in sehr stressige Situationen kommen. Das kann daran liegen, weil der Boss irgendwann Schaden auf die ganze Gruppe macht. Ein passendes Beispiel dafür, Ewige Kammer, der erste Boss, der Droide, für die, die gerade auf dem Schlauch stehen. Irgendwann castet er seine Raketensalve und macht Schaden auf die ganze Gruppe. Da ist es für euch als Heiler extrem wichtig, ruhig zu bleiben und euch über kleinere Fehler nicht aufzuregen, falls ihr überhaupt welche macht. Ich weiß das gerade noch von mir selber. Gerade am Anfang habe ich die meisten Fehler nur deswegen gemacht, weil ich mich selbst gestresst habe. Ich habe dann nur irgendwann die Lebensbalken sinken sehen, wurde leicht Panik, leicht gestresst. Hab irgendwann einen Fehler gemacht, weil die eine Heilung wäre vielleicht auf dem anderen besser platziert gewesen. Hab mich darüber aufgeregt und hab damit einen Schneeballeffekt losgetreten. Weil dann habe ich mich über das nächste aufgeregt und irgendwann war die Gruppe tot. Deswegen ist es für euch als Heiler, egal in welcher Situation, extrem wichtig, ruhig zu bleiben. So, das waren 5 Tipps von mir für alle, die in Star Wars The Old Republic als Heiler anfangen wollen, vielleicht auch wieder Einsteiger sind oder einfach nur so besser werden wollen. Ich weiß es nicht, das überlasse ich vollkommen euch. Wenn ihr mehr von diesen Tipp-Videos sehen wollt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und ich werde dazu auch noch gleich eine kleine Umfrage starten. Ansonsten lasst auch ruhig ein Abo da, weil hier kommen täglich Videos auf diesem Kanal. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal.